Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie lang ist der deutsche Geduldsfaden und was muss eine Regierung noch alles falsch machen, bis dieser reißt? Per Order de Mufti hat Mutti und Alleinherrscherin Merkel im Corona-Gipfel an diesem Mittwoch beschlossen, dass der Lockdown erneut verlängert wird. Weitere 3 Wochen, in denen der wirtschaftliche Niedergang des Mittelstands von Selbstständigen und Gewerbetreibenden voranschreitet. Weitere 3 Wochen, in denen der Bildungsbetrieb in der einstigen Bildungsnation Deutschland quasi brach liegt. Weitere 3 Wochen, in denen das gesellschaftliche, das kulturelle Leben außer Kraft gesetzt bleiben, Reisen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und Familienzusammenkünfte unterbunden und die Menschen in einem Gefängnis sozialer Isolation gehalten werden. Weitere 3 Wochen, in denen jedem Einzelnen von uns kostbare Lebenszeit gestohlen wird. Persönlich haftbar dafür ist Angela Merkel. Gedeckt von einem nur noch zum Abnicken zentralistischer Beschlüsse verkommenen Parlament und einer Presse, die ihr Glück, eine CDU-Kanzlerin zu erleben, die linksgrüne Träume des Ökosozialismus umsetzt, kaum fassen kann. Bislang jedenfalls regt sich im Freiluftgefängnis, zu dem unser Land im letzten Jahr verkommen ist, vergleichsweise wenig Widerstand. Und das, obwohl ein Ende des Wahnsinns nicht abzusehen ist und die Regierung beinahe täglich Belege für die Missachtung demokratischer Prinzipien und Rechtsstaatlichkeit liefert. Wie kann beispielsweise erklärt werden, dass wir uns von Frau Merkel einen zukünftigen Inzidenzwert von unter 35 vorschreiben lassen, damit Lockerungen der Corona-Restriktionen erfolgen können? Ein Fantasiewert, der zwar nah an den Bestrebungen der Zero-Covid-Verfechter, aber weit unter dem liegt, was Ärzte und Krankenhäuser kapazitätsmäßig tatsächlich verkraften können. Wie können mündige Bürger tolerieren, dass, wie die Welt am Sonntag jetzt ans Licht brachte, das Bundesinnenministerium bereits im vergangenen Frühjahr bewusst Forscher dazu drängte, übertriebene und durch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gedeckten Horrorszenarien für die Entwicklung des Virus in der Bevölkerung zu entwerfen, um damit möglichst repressive Lockdown-Maßnahmen verhängen zu können? Statt auf Aufklärung wird auf Panikmache gesetzt. Statt Information erleben wir Propaganda. Und statt einem breit aufgestellten wissenschaftlichen Diskurs hat die Bundesregierung eine Handvoll von ihr abhängiger Berater zu Hohepriestern des Corona-Managements erklärt, deren Prognosen und Strategien bestenfalls als unausgewogen und tendenziös bezeichnet werden können. Nicht nur, dass Frau Merkel und ihre Handlanger der Bedrohlichkeit des Problems Corona mittlerweile glauben, mit der ständigen Erwähnung möglicher kaum dokumentierter Mutationen nachhelfen zu müssen. Die Tatsache, dass uns als alleiniger Lösungsansatz des Problems eine bevölkerungsweite Impfkampagne verkauft werden soll, die mangels Langzeiterprobung einem bundesdeutschen Feldversuch gleicht, können wir so wohl kaum akzeptieren. Zu viele Ungereimtheiten, zu viel Panikmache und zu wenig wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse werden seitens der Politik dazu missbraucht, um immer weitreichendere und nachhaltigere Schäden an unserer Freiheit, unserer Demokratie und nicht zuletzt an unserer volkswirtschaftlichen Überlebensgrundlage zu rechtfertigen. Eine Politik, die mit derart totalitärer Übergriffigkeit, verbunden mit gleichzeitigem Dilettantismus, bürgerliche Rechte hinwegfegen zu können glaubt, hat seitens mündiger Bürger, die sich nicht als Untertanen verstehen, nur eines verdient: ein Ende der Geduld. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.